Hier ist alles drauf. Aber ich glaube, jetzt schon sagen zu können, es läuft alles korrekt ab. Das Geld, das wir Marcus für die Aurora-Entwicklung vorgeschossen haben, wird über seine offiziellen Geschäfte gewaschen. Hauptsächlich über das globale Netzwerk der Erntehelfer. Es wurde nur dafür verwendet? Nach meiner Einschätzung ja. Er ist entweder sehr brav oder kann sehr gut seine Spuren verwischen. Keine Hinweise auf ein Nebenprojekt? Etwas außerhalb unserer Verträge? Nichts bisher. Aber zwei Helfer sind noch im Einsatz. Und wann bekommen wir Aurora? Ma'am, ich weiß nicht, ob Aurora je ausgeliefert wird. Und falls doch, ob es uns ausreichend immunisiert. Und wieso das? Marcus hat alle Einrichtungen geschlossen, außer einer vor Reno in Nevada. Entsprechend unserem Arrangement mit Darmek werden Amayana dorthin geliefert, aber kurz nach ihrer Ankunft zerstört. Vor den Tests, ja? Ja, das würde ich denken. Also spielt Marcus Theater, versucht uns hinzuhalten. Oder abzulenken. Wovon? Vielleicht von dem, was da in Berlin war. Ich hätte gern mehr Zeit, um Marcus' Freundin zu untersuchen. Chase? Die begleitet ihn seit Jahren? Nein, ich meine die neue, Krista. Marcus hat ihren Bruder getötet, bevor sie Kithorn zufiel. Das ist ein gängiges Lockmittel, Geschwister töten. Ich habe es selbst angewandt. Doch da hat noch irgendwas Einfluss. Sogar wichtigen Einfluss, doch kann ich nicht sagen, was. Also schön. Sie machen weiter. Und? Haben Sie mir noch was mitgebracht? Lied von Ihnen. Glynnis, Sie enttäuschen mich nie. Na, wen haben wir denn da? Ich könnte dich ja glatt auffressen. Ja, das könnte ich. Ja, das könnte ich.